Herzlich willkommen. In einem seiner vielen Bücher sagt er, Bergsteigen ist Abenteuer, ist aktives Naturerlebnis, Bergsteigen ist Sport mit kreativ-spielerischem Charakter, Bergsteigen ist Bewusstwerden von Sein in der Tat, ist Erkennen im Widerstand gegen den herausgeforderten Tod. Bergsteigen ist ein Übergang vom Himmel zur Erde, ist eine Brücke zwischen Diesseits und Jenseits. Bergsteigen ist die Suche nach höheren Bewusstseinsstufen. Bergsteigen ist eine Möglichkeit. Dieses Buch heißt Grenzbereich Todeszone und geschrieben hat es Reinhold Messner. Herzlich willkommen. Liebe Zuschauer, Sie haben gleich nochmal Grund, heftig zu danken. Das tut man meist in einem Studio, in dem man applaudiert, weil, also wenn ich er wäre, ich wäre jetzt nicht Gast bei einer Talkshow in einem Fernsehstudio, sondern ich läge mindestens halbtot zu Hause in meinem Bett, wenn ich heute Morgen um 10 erst aus Nepal, aus Kathmandu zurückgekommen wäre. Das ist nämlich wirklich der Fall. Ja. Und wenn Sie meinen, dass er zwischen 10 Uhr und jetzt ein gemütliches Nickerchen gemacht hätte oder zu Hause sich mal eine Zeit lang die Musik an der Matratze angehorcht hat, nichts von alledem. Wie ich gehört habe, aus sicherer Quelle, ist er zwischen 10 Uhr und jetzt auch noch auf den alten Peter gestiegen, fragt sich nur von innen oder von außen. Schon von innen. Schon von innen. Ja, ich wollte einfach ein bisschen spazieren gehen in München. Das war eine so schöne Stimmung heute mit dem Regenbogen, dass ich auf den alten Peter gestiegen bin. Ein kleiner Berg wenigstens nach dem langen Flug. Also ich finde das ungeheuer und unser. Ich habe schon immer in meinem Kopf gesagt, was mache ich, wenn er nicht kommt? Denn ich meine, von Nepal bis hierher, das ist ja eine ganz hübsche Strecke. Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Ungefähr 9000 Kilometer. 9000 Kilometer, da hätte es ja sein können, dass er ein bisschen Verspätung hat. Da hatte ich mir schon was ausgedacht, so ein kleines Geheimnis. Und das behalte ich jetzt für mich, für die Zeit, wo ein Gast dann wirklich mal nicht kommt. Dem Vernehmen nach, Reinhold, war diese Reise, diese ganz schnelle Reise jetzt nach Kathmandu gar nicht so ganz freiwillig. Das war also kein Vergnügungstrip. Ja, es war nicht vergnüglich und es war auch sehr anstrengend. Ich habe im Winter eine Genehmigung für den Choyu gehabt. Ja. Und ich bin von der nepalesischen Regierung gebeten worden, ich möchte nach Kathmandu kommen, zu einem UIA-Treffen. Die UIA ist der Dachverband aller alpinen Vereine. Die treffen sich heuer zum 50-jährigen Bestehen in Kathmandu. Mhm. Ich habe aber nie eine öffentliche oder offizielle Einladung gekriegt und habe mir gedacht, wie so häufig bei meinen Äußerungen, vielleicht hat es irgendjemand nicht gern, wenn ich da auftrete. Und habe das gar nicht dann ernst genommen, dass man mir in Kathmandu gesagt hat, bitte komm doch herüber. Ja. Weil ich eben nie eine Einladung gesehen habe, im Programm auch mein Name nicht erwähnt wird. Mhm. Und ich habe dann 3 Tage, bevor diese UIA-Sitzung da begonnen hat, ein Telegramm gekriegt von der Regierung, wenn ich nicht komme, wird mir diese Genehmigung wieder entzogen, diese Choyu-Genehmigung, für die ich jetzt schon ein Jahr lang gearbeitet habe, wo schon sehr viel investiert worden ist, auch an Geld, wo 10 Freunde von mir darauf warten, hinzufahren. Das ist also die nächste Expedition? Die unmittelbar nächste. Ja. Dann musste ich wohl oder übel hinüberfahren und man hat mich vermutlich mehr als Aushängeschild gebraucht, um eben ein paar prominente Leute vorzuweisen, wenn da die Welt Vertreter der Bergsteiger zusammenkommen. Ist das so eine der ganz wenigen Gelegenheiten, wo du, der berühmte Reinhold Messner, so ein kleines, ich will nicht sagen erpressbar, aber so unter Druck zu setzen bist mit diesen Genehmigungen? Denn was für mich und sicherlich auch für Sie alle einfach, ich kann das gar nicht fassen, dass zum Beispiel diese Berge im Himalaya und im Karakorum zum Beispiel, die sind, glaube ich, auf Jahre hinaus, wir würden sagen, ausgebucht. Sie sind ausgebucht, wenn es ganz die Großen sind. Der Everest ist ausgebucht von China her. Also der steht ja an der Grenze zwischen Nepal und China. Mhm.
von China her bis 88, von Nepal her bis 87. 1988 ausgebucht. Ja, ausgebucht. Da kommst du hin, steht unten ein Schild, heute geschlossen. Nein, nein. Nichts zu machen, besetzt. Es geht ja so, dass die Regierungen die Genehmigungen vergeben, das wissen die Leute. Und wer jetzt ansucht vor 87 bzw. 88, kriegt keine Genehmigung. Hm. Die anderen Berge sind zum Teil vergeben, also auf den Normalwegen meistens ja. Auf den ganz schwierigen Wegen, an den schwierigen Wänden, wo ich meine Interessen meistens anmelde, kriege ich eher eine Genehmigung. Und in Nepal, bei diesem Treffen jetzt, war ich schon erpressbar, weil eben dort alle 5.000, 8.000 da stehen, die ich noch machen möchte. Also da muss ich jedes Mal über die Regierung zu einer Genehmigung hinkommen. Ich hätte es aber trotzdem nicht gemacht, wenn ich nur allein hinfahren würde oder nur mit einem Freund. Also dann hätte ich gesagt, gut, dann verzichte ich, ich lasse mich nicht erpressen. Aber es warten 10 Freunde von mir, also Leute, die sich jahrelang darauf gefreut haben, da hinzufahren. Ich kann die nicht im Stich lassen, das kann ich einfach nicht. So geht's, wenn man 8.000er in der Hand hat, nicht? Dann kann man damit jonglieren. Wer hat schon 8.000er in der Hand? 5 Stück stehen davon. Wie viele 8.000er gibt es überhaupt? Es gibt 14, alles in allem. Wie viel hast du schon gemacht davon? Bisher 9. 9 verschiedene, 2 habe ich zweimal bestiegen. Naja, also die 5 schafft er auch noch. Ne? So einfach ist das gar nicht. Das, meistens meinen die Leute, sie sind auf dem Everest gestiegen oder auf dem K2. Mhm. Jetzt seien die anderen einfach. Erstens steige ich ja grundsätzlich ohne Sauerstoffgeräte. Und zweitens meistens, nicht immer, aber meistens an sehr schwierigen Wegen. Und jeder 8.000er ohne Sauerstoffgerät, ohne Träger, also mit einer ganz einfachen und kleinen Ausrüstung, ist die absolute Grenze des Menschenmöglichen. Das kann natürlich sein, dass einer mal leichter geht, wie der letzte, den ich bestiegen habe, der Broad Peak, und ein anderer geht nicht, dass ich scheitere. Aber um die 5.000er zu besteigen, brauche ich mindestens 10 Jahre. Also zunächst einmal bei dem, was du gerade gesagt hast, ich bewundere dich seit langem, und wenn man jemanden verfolgt, was er macht, dann weiß man relativ viel über ihn. Aber bei allem, was ich gelesen habe, bei allem, was ich verfolgt habe, ein Wort ist mir nie in den Sinn gekommen bei dem, was du tust, einfach. Weil er gerade gesagt hat, das hört sich dann so einfach an, dass man da... Ich finde es, ja, wir kommen später drauf auf Gefahr und alles andere. Ich habe vorhin zitiert ein bisschen, ich glaube, das ist die Einleitung aus deinem Buch, Grenzbereich Todeszone. Also diese Reise jetzt war quasi der Beginn der nächsten Expedition in diesen Grenzbereich. Es ist nicht der Beginn. Der Beginn liegt bereits 2 Jahre zurück. Vor 2 Jahren habe ich die Genehmigung beantragt in Kathmandu. Damals bereits ein Gesuch ausgestellt, seit damals vielleicht 200 Seiten Material geschrieben mit den Passdaten der Teilnehmer, mit den Fotos der Teilnehmer, mit der genauen Routenbeschreibung, mit dem Finanzplan. Das muss alles bei der Regierung eingereicht werden. Und innerhalb dieser 2 Jahre habe ich eben immer mehr daran gearbeitet, organisiert. Das ist eben die Tätigkeit, die ich auf mich nehme, wenn ich die Expedition leite, organisiere, finanziere. Und wenn das alles da ist, alles, was man zu einer solchen Expedition braucht und das nachweist vermutlich, wahrscheinlich muss man sogar Geld hinterlegen. Man muss auch vorher bezahlen. Schon einzahlen. Die Hälfte ist erst eingezahlt, dann gibt's die Hälfte bezahle ich, wenn ich ankomme. Dann darf ich losgehen. Bleiben wir in einem ganz anderen Zusammenhang ein bisschen bei diesem Grenzbereich Todeszone. Dein Vater... habe ich gelesen, hat irgendwann mal gesagt, wenn ich gewusst hätte, wo das hinführt, dann hätte ich ihn nicht so jung mit in die Berge genommen. Das hat sich der Vater sicherlich häufig gesagt. Vielleicht hat er sich auch einmal geschworen, ich weiß es nicht, dass er mich daheim halten möchte. Und trotzdem würde ich sagen, dass mir der Vater, der ein relativ strenger Lehrer war, also Lehrer im Sinne von Volksschullehrer, uns, vor allem meinen jüngeren Bruder Günther und mich, sehr freigelassen hat. Wenn ich bedenke, dass er mich mit 18 Jahren, gerade wo ich meinen Führerschein hatte für ein Motorrad, sein Motorrad geliehen hat, auf das wir in den Dolomiten und in den Alpen herumfahren können, die schwierigsten Wände zu machen, so verlangt mir das heute hinterher, in meinem Alter jetzt, wo ich mir das vorstellen könnte, was ich mit einem gleichaltrigen Sohn machen würde, sehr viel Respekt ab. Es ist nicht so leicht, einen Sohn, wenn man selbst klettert, er ist nicht schwer geklettert, er ist mittelschwer geklettert, einfach so zum Eiger fahren zu lassen oder in die Civetta Nordwestland. Das waren damals die schwierigsten Touren, die es gab. Und da sind wir halt mit seinem Roller am Wochenende oder im Sommer während der Schulferien hingefahren. Also dass da kein Missverständnis aufkommt, er meint sicher, er ist mit dem Motorrad bis zur Wand gefahren und dann geklettert. Nicht mit dem Motorrad die Wand hoch. Ich meine, neulich war ja die Steilwand-Kitty hier bei uns, die macht das mit dem Motorrad an der Wand, aber das sind an. Du hast gesagt, wenn du einen Sohn hättest, du hast noch keinen, aber du hast eine Tochter. Ich habe eine kleine Tochter, ja. Ja, und wir waren gerade bei deinem Papa, der also gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ihn nicht so früh mit in die Berge genommen. Und da warst du ungefähr 5. Richtig. Ja. Du hast deine Tochter, wenn ich recht informiert bin, mit 9 Monaten mitgenommen auf 5.000 Meter Höhe.
Ja, die war nicht einmal 9 Monate, die war 5 Monate in der Zeit. 5 Monate, dann war es noch ein Säugling. Ist dann langsam 8 Monate geworden während der Expedition. War noch ein Säugling. Ist inzwischen hat die ein kein Glück Säugling gehabt, dass die noch 8 Monate geworden ist? Was? Das hätte ja anders gegangen. Ist denn sowas überhaupt zu verantworten? Der Vorwurf, der inzwischen häufig kam, ich habe beim Start gar nicht so sehr daran gedacht, weil mir die Ärzte fast alle bestätigt haben, soweit ich das durchstehe und die Mutter das durchsteht, das Kind steht es sicherlich durch. Ein Kind akklimatisiert sich leichter, schneller. Mhm. Da besteht nur die Gefahr, dass es vielleicht einen Durchfall kriegt und damit natürlich Wasserverlust hätte. Ja. Oder da kann man gut aufpassen. Aber die Höhe tut dem Kind viel weniger als uns, den Erwachsenen, weil sich ein Kind besser anpasst. Und das Kind war das Einzige, das während der ganzen Expedition gesund war. Ich war ziemlich krank nach der Expedition. Mhm. Auch die Mutter war zum Teil krank während der Expedition. Aber das Kind war immer quick für dich. Nun sollte man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, dass die Mutter dieses Kindes Neger Holgin ist, war mit, sagst du, und sie ist die Freundin, glaube ich, war die Freundin des Sohnes von Sir Edmund Hillary, dem Bezwinger des Mount Everest. Nein, das ist nicht richtig. Nein. Das ist nicht richtig. Also, endlich habe ich mal wieder eine Fehlinformation. Ich freue mich immer, wenn mein Gast widerspricht. Sie war die Freundin des Sohnes von Sir Edmund Hillary. Ja, habe ich gerade gesagt. Ah, vom Sohn. Ich habe nicht von Sir Edmund Hillary. Nein, der Vater ist... Nee, da wäre ja ein bisschen was dazwischen gewesen. Ja, der Vater ist immerhin... Nee, ich glaube, ich habe schon gesagt, vom Sohn. Nicht? Das sollte man... Ja, und die hat also auch als... Wer kam denn auf die Idee, dass man das Würmchen da mit raufnimmt auf den Berg? War das deine Idee oder die von Nena? Die Idee entstand dadurch, Nena wollte unbedingt mitgehen. Ja. Kostet es, was es wolle. Dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt mit dem... Das ging gar nicht anders. Entweder geht das Kind mit oder sie geht nicht mit. Ja. Und wir haben das lang diskutiert und haben ein paar Ärzte gefragt und haben herausgefunden, es ist zu verantworten. Mhm. Haben das Kind mitgenommen und es hat sich auch bewiesen, dass es in keiner Weise gestört hat. Im Gegenteil, das Kind war sehr lustig im Partys. Also fabelhaft habe ich gefunden, als ich gelesen habe, ich hoffe, ich berühre da keine ganz zarten Seiten. In der Kirche früher, da entstand, glaube ich, beim Reinhold Messner überhaupt die Idee zum Klettern, denn in der Kirche hat er sich immer furchtbar gelangweilt und dann? Also ich will es eher, das ist schon später passiert. Da war ich schon begeisterter Kletterer. Mhm. Mit 5, 6 Jahren habe ich die Kirche vermutlich nicht bewusst wahrgenommen. Da bin ich in die Kirche mitgegangen mit den Eltern, weil bei uns jeder in die Kirche geht. Heute noch in Südtirol, mindestens die kleinen jungen Kinder werden einfach in die Kirche geschickt. Wir wurden mitgenommen. Sei vorsichtig. Ja, das weiß. Ja, und dann? Und in der Zeit habe ich die Kirche oder den Gottesdienst wahrscheinlich langweilig gefunden. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber später, als ich kletterte, habe ich dann wirklich während des Gottesdienstes in meiner Langeweile mir die Simse angeschaut und die Pfeiler und die Säulen und mir vorgestellt, wo man da überall herumklettern konnte. Und vor allen Dingen die Orgel. Die Orgelpfeife. Auch die Orgel. Nicht? Da war so eine schöne Barockorgel drin. Da hatte ich gedacht, wie käme ich jetzt da, wenn? Wie käme ich jetzt da über die Orgelpfeifen bis ganz da oben rauf? Hast du es denn jemals probiert? Nein, in der Kirche drin bin ich nie geklettert. Also so weit geht meine Anarchie doch wieder nicht. Aber außen an der Kirche, an einer Kirchenmauer, die heute noch da ist, die so 6, 7 Meter hoch ist, da habe ich auch mit erste Kletterversuche gemacht. Mhm. Wie alt warst du damals? So 10, 12. 10, 12. Damals gab es ja schon einen sehr berühmten Südtiroler, der auch mit den Bergen etwas zu tun hatte, der vor ein paar Tagen 90 geworden ist und am Samstag bei mir in Auf Los geht's los, seine Fitness unter Beweis gestellt hat, so sehr, dass ich 19 Minuten überzogen habe. Er hat gesagt, ich soll dich herzlich grüßen, aber ich habe mal gehört, da ist ein bisschen eine Spannung zwischen dem Luis Trenker und dem Reinhold Messner, stimmt das? Oder glaub, hat er damals schon dich beeinflusst? Ich glaube nicht, dass es eine Spannung von meiner Seite ist. Der Luis Trenker ist vor dem Ersten Weltkrieg ein guter, ernstzunehmender Bergsteiger gewesen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist er nie mehr auf einen ernsten Berg gestiegen, also ist er nie mehr ernst auf dem Berg? Nein, wirklich nicht. Der Luis Trenker, nie mehr ernst auf dem Berg oder nie mehr auf einen ernsten Berg gestiegen. Und der Luis Trenker ist berühmt geworden, berechtigterweise durch seine Filme und vor allem durch seine Erzählungen. Bücher, ja. Und es ist natürlich für mich, wenn ich dann in Interviews oder in Fernsehinterviews sehe, dass der Luis Trenker sagt, es würde ihn stören, wenn ich heute mein Bergsteigen vermarktet, da muss ich nur noch lachen, nicht? Weil niemand das Bergsteigen besser, geschickter, cleverer vermarktet hat als der Luis Trenker. Also es gibt kein besseres Vorbild dafür als ihn. Das ist natürlich eine starke Parallele, der Schriftsteller und Bergsteiger Luis Trenker, ebenso wie der Schriftsteller und Bergsteiger Reinhold Messner. Nur schreibt der Reinhold Messner natürlich ganz anders über die Berge. Er schreibt keine Romane, sondern er schreibt, was sich da dann wirklich beim Klettern abspielt. Stimmt das wenigstens? Das ist ungefähr eine Auflage von 2 Millionen?
Das mit Taschenbüchern Exemplaren und Fremdausgaben, also in anderen Sprachen. Ich habe da nur so einen kleinen Berg mal hier. Ich lese jetzt gerade im Moment, ich glaube, zum wiederholten Male diesen Grenzbereich Todeszone. Ich persönlich finde, das ist eins der schönsten Bücher. Es ist eins meiner schönsten Bücher. Ich mag vielleicht den Gläsernen Horizont, mein vorletztes Buch, oder den Alleingang am Nanga Parbat, ein relativ frühes Buch, noch lieber, weil ich dort mehr persönliche Erfahrungen hineingesteckt habe und dort das Gefühl habe, dass ich vielleicht auf Frage einmal der Einsamkeit des Bergsteigers, wenn er allein hochsteigt, also die Hauptproblematik der Mensch, der mit seinem eigenen Selbst zurechtkommen muss, also ohne Freund, wo er sich nicht mehr in einem anderen spiegeln kann, in der Hauptproblematik, also dieses Alleinsein. Während im Gläsernen Horizont habe ich einerseits versucht, Tibet aufzuarbeiten, wie Tibet sich heute präsentiert, was Tibet geworden ist, nachdem die Chinesen ja in den 50er Jahren eingebrochen sind und das frühere Mönchstaatwesen völlig zerstört haben. Und vor allem auch mit der Frage, warum muss ich immer wieder auf die Berge steigen, die mich ja selbst auch verfolgt. Es ist ja nicht so, dass ich ununterbrochen nur high bin und der Berg ist schön und die Welt ist schön, auf die Berge hinaufsteige. Diese Stimmungen gibt es auch, aber wenn ich daheim sitze, im Basislager sitze oder auch irgendwo in einem Studio sitze, gibt es für mich natürlich, wie vielleicht auch für den Leiden, der draußen steht, die ganz zwingende, quälende Frage, warum tue ich das immer wieder? Warum gehe ich irgendwo hin in jahrelanger Arbeit, wo ich im Großen und Ganzen alles, was ich an materiellem besitze, investiere, alles, was ich an Begeisterung, Engagement besitze, investiere, um hinaufzukommen und dann ein paar Minuten oben bleibe und schon wieder dran denke, wie ich herunterkomme. Und dieser scheinbare Widerspruch ist schwer zu beantworten. Im Grunde nur zu beantworten, wenn ich unterwegs bin. Aber ich habe mir die Aufgabe gestellt, oder ich stelle mir immer wieder die Aufgabe, es auch Außenstehenden zugänglich zu machen. Und da versuche ich halt möglichst real, möglichst nahe und ehrlich genau das zu beschreiben, was sich in mir drinnen während dieser Besteigung tut. Das bringt mich auf eine ganze Reihe von Fragen, Reinhold. Zum Beispiel dieser Zwang, hinaufgehen zu müssen, diese Art Sucht. Ist es richtig, was ich gelesen habe in einem deiner Bücher, dass du auch davon ausgehst, dass zum Beispiel dieser ständige Adrenalinschock, den man in bestimmten Situationen bekommt, zu einer Art Sucht führen kann, die fast vergleichbar ist mit der einer medikamentösen Sucht, also Abhängigkeit von einer Droge, die man nimmt? Ja, das ist eine Erklärung, die nicht von mir kommt, sondern von amerikanischen Wissenschaftlern, die nachgewiesen haben, dass in Grenzsituationen, das ist vor allem an Kletterern auch geprüft worden, ein körpereigenes Opiat entsteht, das erstens hilft, Schmerzen zu ertragen, das hilft, weiter zu sehen, auch ganz klarer zu sehen, schneller wahrzunehmen, dass also alle unsere Sinne aufmacht sozusagen und das auch die Kraft gibt, das zu tun, also das den normalen menschlichen Energiespiegel hebt, dieses körpereigene Opiat, es ist nicht nur Adrenalin, es sind mehrere chemische Substanzen, die sich hauptsächlich in der Wirbelsäule und im Hinterkopf bilden. Und es wird vermutet, es ist schwer nachzuweisen, dass diese mehr und mehr entstehenden körpereigenen Opiate danach schreien, danach verlangen, immer größere Grenzsituationen zu haben, um wieder hervorgerufen zu werden, um stärker hervorgerufen zu werden, dann wäre es eigentlich im ganz normalen Sinne, ich sage jetzt nicht im positiven oder negativen Sinne, da würde ich mich gar nicht darauf einlassen, das schlecht oder gut zu sehen, sondern nur als ein Faktum zu sehen, eine Sucht. Das ist jetzt eine Erklärung. Aber ich glaube, dass die andere Erklärung, die, dass ich einfach so veranlagt bin, das zu tun, dass ich einfach so von der Natur gemacht bin, dass ich mich in Grenzsituationen begeben muss, um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Das ist auch mitwesentlich. Wenn ich zum Beispiel nicht Bergsteiger geworden wäre, weil mein Vater am Meer oder meine Eltern am Meer aufgewachsen wären, dann wäre ich vermutlich ein Seefahrer geworden. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jedenfalls in meinem Leben irgendwo nur untätig sitze und nur denke oder nur schreibe. Ich kann mir ein Leben nur vorstellen, wenn ich mit Aktivität zu tun habe und wenn ich immer wieder in Grenzsituationen hineingeschleudert werde. Du wolltest, glaube ich, mal Architekt werden, nicht? Ich habe mal Wolltest studiert. Oder solltest? Ich wollte und sollte. Also ich selbst habe schon so weit ernst genommen, einfach durch meine Erziehung, dass ich auch wollte. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich so weit befreit habe, innerlich, dass ich auch gespürt habe, es ist besser, ich lebe das Leben, das ich jetzt lebe.
Du hast vorhin gesagt, wenn du da raufsteigst und hast es endlich geschafft, dann musst du bereits wieder daran denken, wie komme ich wieder runter. Also wie ich ein kleiner Bub war, dann habe ich auch mal so gesagt, da muss ich jetzt raufklettern. Und habe gemerkt, dass ich nach 2 Metern die Hosen voll hatte. Ich habe wirklich Angst, auf einen Berg hinauf zu klettern. Nicht so lange ich da hochkletter, aber in dem Moment, wo ich runterschaue, wo ich daran denke, ich muss da wieder runter. Und ich wollte dich fragen, wie ist das? Was ist wirklich schwerer, rauf oder runter? In den Alpen ist es so, ich muss jetzt differenzieren, ja, sonst wird es ein unklares Fachgespräch, sonst werden die Fachleute sofort sagen, das ist nicht richtig. In den Alpen gehen wir heute die schwierigsten Wände nur hinauf und herunterwärts gehen wir über die Normalwege. Also wenn ich durch die Eiger Nordwand klettere, ja, eine recht bekannte Wand, lange nicht die schwierigste Wand der Alpen, aber eine bekannte schwierige Wand, dann steige ich ja hinten auf dem leichtesten Weg herunter. Dann ist natürlich der Abstieg entschieden leichter, weil der Weg leichter ist. Es ist noch niemand so durch die Eiger Nordwand zurückgeklettert, wie man hochsteigt. Ja, dann würde man sich höchstens abseilen, das heißt, dann wird das Seil angehängt an einem Haken, doppelt, man lässt sich im Seil runter 40 Meter, zieht das Seil wieder aus, weil es ja doppelt ist, hängt es wieder an und seilt sich ab. Aber das hat mit Klettern nichts zu tun, das ist etwas anderes, das ist eine technische Übung. Technik. Ja. Bei den großen Bergen geht man meistens oder zu 99% über dieselben Wege wieder herunter, wo man hochgeht. Ja. Und damit stellt sich die Frage, ist es herunterwärts schwieriger? Es ist herunterwärts viel, viel leichter. Und wäre es herunterwärts schwieriger, dann würde fast niemand mehr von den großen Bergen zurückkommen. Und das ist eine der wesentlichen Erfahrungen, die mir ja heute hilft, diese Jahrtausende zu machen, dass ich weiß, ich kann mich relativ bis an die Grenze erschöpfen, bis zum Gipfel hin, weil es herunterwärts viel weniger Energie kostet. Den Körper zu heben in der sauerstoffarmen Luft, wo es noch ein Drittel ungefähr des Sauerstoffs gibt, genau genommen des partialen Druckes in der Luft, aber man kann auch sagen, es gibt nur mal ein Drittel des Sauerstoffs, den wir normalerweise brauchen, ist man so an der Grenze, dass man gerade den Körper noch heben kann. Aber herunterwärts fällt er ja nicht, der geht ja allein herunter. Dann gibt es nur noch die Kletterpassagen, wo es steil und schwierig ist, wo es Konzentration kostet, dass man keinen Fehler macht. Es ist sehr kalt. Man kann meistens gar nicht sehen oder spüren, ob man sich halten kann, sondern man muss es sehen. Ich muss einfach sagen, wenn ich meine Hand auf diese Größe des Griffes lege, dann weiß ich, dass ich mich daran an der Größe halten kann, in der Höhe. Also das spürt man nicht, weil es so kalt ist. Ich weiß mit Sicherheit, dass ich es nicht kann. Ja, das sind aber Erfahrungswerte. Schau mal, du musst ja die Schwerkraft nach oben überwinden. Nach oben und musst du sie aber auffangen. Ja, aber das Auffangen ist viel weniger anstrengend. Also Beispiele. Du musst es wissen. Als ich mit dem Michel Dacher auf den K2 hinaufgestiegen bin, ja, sind wir von früher Morgen bis um 5 Uhr nachmittags geklettert und dachten, in den letzten 10 Metern, wir kommen nie hinauf, so müde waren wir. Ja. Und wir sind dann in 1,5 Stunden vom Gipfel wieder runtergegangen. Also weniger als ein Zehntel. Bei der gleichen Strecke, gleiche Schwierigkeit, größere Kälte sogar. Herunterwärts ist es viel, viel leichter. Von den ganz großen Teilen. Ich bin überzeugt. Was mich besonders interessiert, du hast es vorhin angedeutet, in diesen Grenzbereichen und gar nicht jetzt während der normalen Kletterei, sondern auch dir passiert ab und an etwas, was völlig unvorhergesehen war und was dich in eine Situation bringt, mit der du vorher möglicherweise nicht gerechnet hast. Da gibt es eine Geschichte von dir, du bist in eine Gletscherspalte gefallen, über ein Schneebrett gegangen, das ist auseinandergebrochen oder eingebrochen und du bist runtergefallen und warst eigentlich überzeugt davon, da gibt es kein Entrinnen mehr. Da komme ich nicht mehr raus. Ja, das im ersten Augenblick habe ich wirklich gedacht, jetzt komme ich nicht mehr raus. Und in dieser Situation, schreibst du in deinem Buch, habe ich das Gelübde abgelegt. Wenn ich hier wieder herauskomme, dann drehe ich, so wie ich da wieder die Nase über der Kante habe, drehe ich um, gehe runter und steige nicht mehr hoch. Genau das Gegenteil war dann, du bist hochgestiegen. Warum? Und ich glaube, das sind Situationen gewesen, die sich mehrere Male ereignet haben. Warum brichst du, sobald du aus der ausweglosen Situation doch entkommen bist, dann diese Gelübde? Was treibt dich dann? Jetzt werde ich Ihnen 2 Geschichten erzählen, die sich völlig widersprechen und daraus vielleicht beweisen können, dass es beim Bergsteigen etwas gibt wie einen Instinkt, der über meinen Willen hinweg und auch über mein bewusstes Wesen hinweg mit mir spielt, also mit mir agiert. Am Everest, ich habe es im gläsernen Horizont ganz genau beschrieben, bin ich in diese Spalte gefallen. Es war noch Nacht, ich habe eine Brücke überquert, die ich schon einmal überquert hatte, einen Monat vorher und habe gehofft, dass sie hält. Also ich habe alle Vorkehrungen getroffen, die ich als Alleingeher treffen konnte. Es ist von vornherein schon ein Unsinn und nicht empfehlenswert zum Nachmachen, alleine über einen Gletscher zu gehen, also über eine steile Gletscherwand. Das habe ich in Kauf genommen, bewusst in Kauf genommen, um eben diesen Alleingang am Everest zu Ende zu führen.
ging also, es war am Morgen des 18. August 1980, ich weiß es noch ganz genau, ungefähr so um 7 Uhr, da war es noch Nacht. Die chinesische Zeit ist eben so, dass es da noch Nacht ist. Und ich ging darüber und in dem Moment, wo die Spalte unter mir nachgibt, also die Schneebrücke unter mir nachgibt, wusste ich schon, was los ist. Aber ich habe immer noch gehofft, dass ich mich fangen kann. Das Loch war ja nur ganz dünn, wo ich durchbrach, konnte mich nicht fangen und stürzte dann eigentlich ohne Schreck, völlig, als ob ich schweben würde. Einmal habe ich an der einen Spaltenwand angeschlagen, dann an der unteren Spaltenwand und stürzte immer weiter, wusste eigentlich nicht, wie lange es, mir kam alles vor, als ob es ewig lang ginge. Ich konnte mich selbst stürzen sehen und habe schon jetzt gedacht, vermutlich komme ich da nicht mehr raus, aber hat mich überhaupt nicht berührt. Der Schock, der Schreck kam erst, als ich wieder stand und als ich spürte, mir fehlt überhaupt nichts, also mir fehlte gar nichts. Ich stand auf einer neuen Schneebrücke, meine Lampe war ausgegangen, meine Stirnlampe, ich hatte eine Lampe auf meiner Mütze. Und als ich die wieder zum Brennen brachte, zum Leuchten brachte, habe ich erst mal nach oben geschaut. Es war so ungefähr 8 Meter ober mir war das Loch, drüber waren ein paar Sterne. Und in dem Augenblick war mir sofort klar, ich komme nicht mehr hinaus, weil die Spalte überhängend war, also eine A-Spalte nennen wir das. Und ich hätte unten nicht spreizen können. Das heißt, ich hätte nicht die Hände und Füße an die beiden Wände stemmen können, dann wäre ich wieder hochgekommen in Kamintechnik. Ich wollte gerade sagen, das ging nicht. Ich hatte nur einen einzigen Haken dabei, eine Eisschraube, um mich hochzuarbeiten. Das wäre auch nicht möglich gewesen. Und dann habe ich mir unten gesagt, jetzt lasse ich es. Also wenn ich noch hinauskomme, wenn das Wunder eintritt, dass ich dann noch hinauskomme, dann gehe ich heim, dann gehe ich erstens nie mehr auf einen 8000er allein und jetzt sofort nach Hause. Ich breche die Expedition ab. Dann fand ich eine Art Rampe, das ist so eine Leiste, so etwas Ähnliches wie in unserer Kirche auch war, wo ich als Kind geschaut habe. Ein Sims. An der talseitigen Spaltenwand. Also an der Spaltenwand, die zum Tal blickte. Sag mal, wie gut, dass du früher in die Kirche gegangen bist. Sonst hättest du es nicht gewusst. Und über dieses Sims habe ich eine Querung machen können, so 60 Meter, und kam dann an die Oberfläche. Das lief aufwärts hinaus wieder an die Oberfläche. Und als ich draußen war, wurde gegangen, könnte ich auch sagen. Ich habe überhaupt nicht mehr gedacht, sondern ich ging an das Loch zurück, wo ich durchgebrochen war, überspreizte dieses Loch und stieg weiter. Ich weiß heute noch nicht, warum ich eigentlich nicht zurückgegangen bin. Der zweite Fall, ich erzähle das kürzer, am Nanga Parbat habe ich 4-mal versucht, bis mir endlich der erste Alleingang eines 8000ers gelungen ist. Und das war mein bergsteigerischer Traum schlechthin. Viel wichtiger für mich persönlich, viel wichtiger als der Everest im Alleingang. Ich wollte in meinem Leben einen 8000er allein machen, so wie ein anderer vielleicht im Leben ein gutes Buch schreiben will und ein Blacky Fuchsberger im Leben die Fernsehsendung des Jahrhunderts machen will. So stelle ich mir das vor. Nicht? Schön wär's. Also jeder hat irgendwo einen Traum, wo er in seiner Sparte etwas ganz Besonderes machen will. Und das war eben für mich der 8000er im Alleingang. Und bei meinem ersten Versuch war ich in sehr guter Verfassung, habe eine eigene Expedition organisiert, bin allein hingefahren, kam am Nanga Parbat bis auf 6000 Meter Höhe. Und in der Höhe hat mich die Einsamkeit, also eher das Negative vom Alleinsein, so überfallen in der Nacht beim Biwak, dass ich mir gesagt habe, das schaffe ich nie. Was werde ich in den nächsten 3-4 Tagen tun in dieser Wand? Da gehe ich einfach ein, das erdrückt mich. Ich war einfach noch nicht fähig, allein mit mir selbst zurechtzukommen in diesen Gefahren, in diesen Lawinen, bei dieser Anstrengung, in dieser Höhe. Und habe mir vorgenommen in der Nacht, ich gehe hinunter, die ganze Nacht nicht geschlafen, das ist da oben üblich, aber eben auch noch gequält von diesen Tagträumen, die Lawinen, die man kommen sieht und die Anstrengung, die ganz in der Gipfelregion sein wird. Und am nächsten Morgen war das Wetter traumhaft schön. Ich habe mich sehr gut gefühlt am Morgen, habe das Zelt abgebaut und habe mir gesagt, ach, ich versuche es wieder, ich gehe weiter. Und ging aufwärts. Und 10 Minuten später stellte ich fest, dass ich aber abwärts ging. Das heißt, ich bin von mir selbst abwärts gegangen worden. Ja. Ich habe mir nicht vorgenommen, am Morgen, ich gehe abwärts. Am Morgen wollte ich weitermachen, habe ich mich überwunden und habe gesagt, das Wetter ist so schön und ich fühle mich auch gut und das Gehen hat mir auch wieder Energie zurückgegeben. Aber ich ging, obwohl ich aufwärts gehen wollte, abwärts. Während am Everest genau das Gegenteil passierte. Das heißt, es gibt eine Kraft in mir, die ich gar nicht mehr in der Hand habe. Der Wille ist etwas von mir Bestimmtes. Die Energie, die ich kriege beim Steigen, die kriege ich ja durchs Steigen und die ist auch etwas Bestimmtes von mir selbst. Der Plan, die Idee, das kommt alles aus mir heraus. Aber es gibt darüber hinaus, wahrscheinlich in uns allen, ich weiß es, dass es mindestens das in mir gibt, eine andere Kraft, die vielleicht mit unserem 7. Sinn zu tun hat,
die mich leitet und mich meistens das Richtige tun lässt. Und wenn ich das nicht täte, dann würde ich erstens keine der Berge bestiegen haben, mindestens nicht der Grenzsituationen überlebt haben. Und dann würde ich in anderen Feldern eben Fehler gemacht haben und nicht mehr leben. Trotzdem möchte ich da noch mal nachhaken. Jede Situation, sonst wärest du nicht hier, hast du überwunden. Man könnte also davon ausgehen, dass man sagt, es ist ja immer gerade noch mal gut gegangen. Nun hast du aber ein Erlebnis hinter dich bringen müssen, das nicht gut gegangen ist, nämlich der Tod deines Bruders Günther. Das hätte doch eigentlich ein Einschnitt sein können oder sein müssen, für dich zu sagen, mein Bruder hat das mit seinem Leben bezahlt. Habe ich bisher so viel Glück nur gehabt oder bin ich so viel besser oder ist es nicht eigentlich ein bisschen sträflich, was ich da tue? Ist das zum Beispiel auch der Grund für den Alleingang? Denn da gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn jemand so darauf aus ist, das allein zu machen, was normalerweise jeder Mensch sagt, das ist nicht menschenmöglich. Ist das eine besondere Eitelkeit? Ich will das alleine machen und den Ruhm will ich alleine haben oder ist es ganz im Gegenteil, die Verantwortung, dass man sagt, wenn ich alleine unterwegs bin, trifft's nur mich. Ja, also ausgehend von dem Erlebnis mit deinem Bruder Günther. Ich gehe zuerst kurz auf das Erlebnis ein, auf die Nanga Parbat-Expedition 70 mit meinem Bruder. Nach diesem Erlebnis, als mein Bruder am Nanga Parbat unter eine Lawine geraten war, habe ich erstens ein Jahr lang gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Ich lebe heute noch mit dieser Situation und bewältigt habe ich sie heute noch nicht, sondern ich habe gelernt, auch in diesem Zustand mit dieser Tragödie zu leben. Das ist vielleicht der Unterschied von 1970 zu heute. Verdrängen will ich es nicht. Die Verantwortung trage ich dafür selbst, soweit man sie tragen kann. Und ich sage, nach dem, was ich erfahren habe, damals mitgemacht habe, und vor allem, ich bin ja der Einzige, der das Ganze mit meinem Bruder auch durchgestanden hat, es hat gar nicht anders sein können. Und heute im Rückblick würde es nichts nützen, wenn ich mit dem Bergsteigen aufhören würde. Überhaupt nichts. Also das würde meinem Bruder nichts nützen, das würde der Situation nichts nützen. Natürlich nicht. Damals in den Anfang 70 und 71, habe ich selbst daran gedacht, mit dem Bergsteigen ganz aufzuhören. Aber weniger, weil ich Angst hatte, früher oder später auch umzukommen, sondern aufgrund einfach der ganzen Traurigkeit und der ganzen Bedrückung, die mich befiel durch diese Tragödie. Und langsam habe ich einfach gespürt, wenn ich aufhören würde, das aufgeben würde, für immer vergessen würde, dann wäre ich nicht mehr ich. Dann wäre ich gezwungen, ein anderer Mensch zu sein. Und dann würde ich vermutlich, unglücklich ist völlig der falsche Ausdruck, den mag ich nicht, weil was ist denn schon Glück? Ja. Aber dann würde ich nicht mehr ich selber sein können. Dann würde ich eigentlich die Bestimmung meines Lebens, ich selber zu sein, völlig verpassen. Und ich bin heute froh, dass ich weitergemacht habe. Und zwar nicht, weil ich heute noch lebe, sondern weil ich weitergemacht habe, weil ich den Mut hatte, trotz dieser Tragödie weiter mein Leben zu führen. Es kann trotzdem sein, dass ich in 5 Jahren mit dem Bergsteigen aufhöre, aus ganz anderen Gründen, weil mein Leben ein anderes sein wird, weil ich das Gefühl habe, weil ich das Gespür habe, ich sollte was anderes machen. Das machen im Sinne von Lebensäußerung. Und ich werde mich bemühen, das gehört mit zu meiner Lebenshaltung, immer das zu tun, was mir mein Wesen vorschreibt, was aus mir herauskommt. Ich kann ja gar nicht anders leben. Ich glaube, man muss trotzdem darauf hinweisen, dass gerade bei dieser Expedition mit deinem Bruder Günther du ja auch nicht unbeschadet davon gekommen bist, sondern du hast ja ziemlich böse Verletzungen, Erfrierungen davon getragen. Ich habe sehr schlimme Erfrierungen gehabt an den Fingern und hauptsächlich an den Füßen, die da zum Teil amputiert worden sind. Mhm. Aber das war das Wenigste. Also die seelischen Schäden, die ich davon getragen habe, die seelischen Leiden wenigstens, waren viel, viel schlimmer. Mhm. Ein Satz fiel gerade, der mich aufhorchen lässt. Was ist schon Glück, wenn du das sagst, dachte ich, wäre automatisch die Antwort damit verbunden. Glück ist, wenn man dann irgendwann da oben auf einem Gipfel steht. Lass es mich ein bisschen anders fragen. Ich sage das völlig wertfrei jetzt. Der Luis Drenker sagt sehr gerne, da oben bin ich meinem Herrgott näher. Du bist, glaube ich, nicht besonders religiös. Ja, abgesehen, dass ich solche Phrasen nicht mag. Nicht. Mhm. Wenn ein Mensch seit 50 Jahren auf keinem Berg mehr oben stand, auf keinem größeren, und das dann einfach als Phrase immer wieder wiederholt, dann höre ich nur darüber hinweg. Aber ich glaube nicht, dass da oben ein Mensch das Gefühl hat, generell dem Herrgott näher zu sein. Ich muss dem Luis jetzt ein bisschen in die Seite springen. Ich glaube, dass ein 90-Jähriger schon seinem Gott sehr viel näher ist. Und wenn er das mit den Bergen verbindet, glauben Sie nicht, dass er das weniger als Phrase
trischt, wenn ich das so übernehmen darf, sondern dass das eine von ihm südtirolerisch geschickte Vorbereitung ist auf die demnächst stattfindende Begegnung mit seinem Boss. Das kann ich nicht sagen. Also das muss ich dem Herrn Brenker selbst überlassen, also warum er das immer wieder sagt. Aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, da oben einem Herrgott, also einer Kraft von außen, einer welterschaffenden Kraft näher zu sein, sondern höchstens der Natur näher zu sein. Und für mich ist es sowieso so, dass ich die ganze Natur, den Berg inklusive, als das empfinde, was andere Gott nennen. Ich selber würde das Wort Gott nicht gerne in den Mund nehmen und Sie werden wahrscheinlich in meinen Büchern auch nirgends das Wort Gott finden. In dieser Spalte damals, wo es aussichtslos war, da hast du nicht ein einziges Mal gesagt oder gedacht, lieber Gott, hilf mir. Nein, so denke ich nicht, weil ich auch weiß, dass das nichts nützt. Nicht. Ich sehe die Welt ein bisschen anders. Mhm. Ich glaube einfach nicht, es ist nicht so, dass ich nicht an einen Gott glaube oder einen Gott ablehne. Das kann da sein, das kann auch nicht da sein. Das bestimmt und bewegt mein Leben nicht wesentlich. Für mich ist es auch nicht so, ob es ein Jenseits gibt oder nicht gibt, also ein Fortleben nach dem Tode, bestimmt mein Leben nicht wesentlich. Der Tod bestimmt mein Leben, mein heutiges Leben wesentlich, weil ich weiß, dass dieses Leben begrenzt ist, lebe ich in einer bestimmten Richtung. Das heißt, der Tod gibt sogar meinem Leben die Richtung. Aber ob es einen Gott, eine Kraft gibt, die außerhalb des ganzen Weltalls steht, oder ob diese Welt an und für sich diese Kraft schon ist, unser Kosmos, das bleibt sich für mich gleich. Also das ist, ich bin eher ein Pantheist, um es einfacher auszudrücken, und sehe in allem, was um mich herum ist. Ein was bitte? Ein Pantheist. Was ist das? Spinoza, Goethe zum Beispiel waren typische Vertreter des Pantheismus. Der Buddhismus geht dem Pantheismus sehr nahe. Das Christentum ist für mich schon eine sekundäre Religion und in vielen einfach nicht mehr glaubwürdig und nicht glaubhaft. Du hältst gerade die Hand so schön da oben hin. Nachdem du nicht sehr gläubig bist, bist du vielleicht abergläubisch. Ich glaube sogar, dass ich... ein Amulett, von dem du dich niemals trennst. Was ist das? Das Amulett habe ich noch gar nicht so lange, das habe ich jetzt 1,5 Jahre lang. Das ist ein tibetischer Stein, ein Seestein heißt er. Der hat 3 Augen und es gibt verschiedene solche Steine. In Tibet trägt jeder Mensch einen solchen Stein, soweit er noch einen hat. Und diese Steine haben Bedeutungen. Sie sind nach den tibetischen Aussagen gefunden worden. Sie sind vom Himmel gefallen, was ich nicht glaube zum Beispiel. Aber ich glaube, dass diese Steine eine sehr starke Ausstrahlung haben. Und mein Stein, den ich selbst trage, hat 3 Augen und die Augen bedeuten der Himmel, die Erde und meine eigene Person. Und ich trage das nicht als irgendein Talisman. Schutz gegen böse Geister. Die Tibeter sagen, wenn man den anhat, wird man nicht krank und man wird nicht von bösen Geistern befallen, genau was Sie jetzt sagen. Ich trage ihn nicht so, sondern ich trage ihn als Schmuck, weil ich ihn gern habe und weil ich eine sehr starke Beziehung zu Tibet habe. Aber nicht unbedingt jetzt als ein religiöses Zeichen. Wobei ich auf die letzte Frage noch darauf hinweisen möchte, dass ich vielleicht gar nicht ein unreligiöser Mensch bin, wie meistens behauptet wird. Das kann man zum Glück nicht messen, wie religiös jemand ist. Aber ich wage von mir zu behaupten, dass ich vielleicht viel religiöser bin in meiner Lebenshaltung. Religiös, aber in einer ganz anderen Bedeutung als eben beten. Beten im klassischen Sinne. Dass ich vielleicht viel religiöser bin als die Leute, die dauernd die Religion vor sich hertragen und dauernd zum lieben Gott beten auf den Gipfeln. Über die Philosophie des Reinhold Messner, über etwas Religiöses, möchte ich nochmal in das ganz harte Geschäft dessen kommen, was du tust. In deinem Buch heißt es, Bergsteigen ist, Bergsteigen ist, Bergsteigen ist alles Mögliche, ist eine Möglichkeit, ist all das. Bergsteigen ist aber wahrscheinlich auch teuer. Wie teuer ist Bergsteigen? Bergsteigen kann fast nichts kosten und ich habe vielleicht 20 Jahre lang Bergtouren gemacht, von meinem 5. bis zum 25. Lebensjahr, wo ich am Beginn mit der Brotzeit auskam, die mir der Vater oder die Mutter in den Rucksack gesteckt haben, als ich weggegangen bin. Da hatte ich noch gar keine Steigeisen, sondern ein altes Hanfseil, Kletterschuhe, die Kleidung, die wir brauchten und eben die Brotzeit im Rucksack. Und das haben uns die Eltern zur Verfügung gestellt. Und später, als ich dann anfing, in die Westalpen zu fahren, brauchte ich 400-500 Mark vielleicht im Sommer, um eben diese Touren zu machen, um das Benzin zu bezahlen, in die Westalpen zu fahren. Damals war zum Glück alles noch viel billiger. Und das habe ich mir als Student noch verdienen können. Noch später, als ich angefangen habe, ins Himalaya zu fahren, wurde es kostspieliger und kostspieliger. Und wenn ich an meine letzte Tibet-Expedition denke,
die teuerste, die ich bisher gemacht habe, die eine 250.000 Mark gekostet hat, geht es schon so weit, dass es schwierig oder fast unmöglich wird, solche Summen aufzubringen, zu finanzieren und das überhaupt noch halten zu lassen. Und da frage ich mich manchmal selbst, ist die Arbeit, die ich mache, ein, zwei Jahre lang, um eine solche Expedition zu finanzieren, es überhaupt wert, dann drei Monate lang Berg zu steigen? Oder wäre es vielleicht nicht besser, wieder mehr in den Alpen zu steigen, wo es für mich heute relativ leicht zu finanzieren, relativ leicht zu machen wäre? Aber wenn man eben den Traum hat oder die Vorstellung hat, alle 14 Achttausender zu machen, muss ich halt auch diese teuren, kostspieligen Expeditionen mit allen möglichen Tätigkeiten, die ich mache, vom Schreiben über das Vorträge halten bis zu Fernsehfilmen, die ich selbst gestalte, bis zur Vermarktung auch in der Industrie, auf mich nehmen. Sonst geht es nicht. Das ist vielleicht ein bisschen blasphemisch, was ich jetzt sage. Es gibt Sponsoren, die erwarten natürlich eine bestimmte Leistung. Da steht also Geld, das man dir gibt, damit du eine Expedition ausrüsten kannst, steht gegen etwas, was von dort zurückgebracht werden muss, unter Umständen möglichst viel Sensationelles. Ist das nicht ein bisschen sehr tricky, würden die Amerikaner sagen? Man setzt sein Leben ein. Ja, Geld. Betrachtest du dich mehr als Hochleistungssportler oder als auch eine Art Artist? Wenn ich als Hochleistungssportler vielmehr eher als ein Spieler, also dann eher ins Artistische gehend. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass bei meinen Taten, also abgesehen jetzt von der schöpferischen Arbeit, die ich mache, also bei den reinen Expeditionen, bei den Taten steht meistens eine Idee im Vordergrund. Eine Idee lässt eine Expedition entstehen, zuerst in meiner Fantasie. Und da spielt bereits das Abenteuer sich ab, teilweise. Und daraus kommt dann das Abwickeln der Expedition selbst. Ist die nächste Expedition wieder ein Alleingang oder nicht? Nein. Die nächste Expedition ist eine mittelstarke Expedition, 6 Kletterer und ein paar Freunde, die mitgehen bis ins Basislager. Also eine größere Expedition für meine Verhältnisse, aber immer noch winzig klein. Jetzt zurückkommen zu den finanziellen Angelegenheiten, vor allem zur Frage, ist es gefährlich oder wird es gefährlich, wird es nicht ein Zwang, wird es nicht Autorennfahren, wenn Sponsoren dahinter stehen, um einen Achttausender zu machen? Eine berechtigte und sehr wichtige Frage, die vorläufig vor allem in Bergsteigerkreisen sehr viel diskutiert wird. Ich sage nach wie vor, dass die Art und Weise, wie ich das mache, was ich mache, das sehr überlegt und sehr geplant, was ich mache, das ist vielleicht die einzig machbare und einzig faire Art, solche Sachen zu machen. In den 50er Jahren, wo es viel sensationeller war, die Achttausender zu besteigen, 50 ist der erste Achttausender bestiegen worden von Franzosen, 53, nur um Beispiele zu nennen, hat Hermann Poole den Nanga Parbat erstmals bestiegen, 53 haben Hillary und Denzing den Everest erstmals bestiegen. Damals war es meistens ein nationales Anliegen, dass jemand als Eroberer auf diese Gipfel klettert. Und damals haben die jeweiligen Staaten, England, Österreich, Deutschland, Frankreich, also von der Regierung und von den lokalen Alpenvereinen Millionensummen, wenn man es aufs heutige umlegt, also was es heute wert wäre, freigemacht, um diese Leute mit nationalen Interessen, mit der nationalen Flagge auf die Gipfel zu schicken. Also damals stand erstens öffentliches Geld zur Verfügung, damals stand eine ganze Nation dahinter und die Leute standen unter viel größerem Druck als wir heute. Und die Leute, die damals dabei waren, kritisieren uns heute, wenn wir zu den Sponsoren gehen und so weit gekommen sind und öffentliche Gelder ablehnen, um ins Himalaya zu fahren. Weil ich sage, wenn ich zu meinem Spaß, erobern kann man im Himalaya nichts, auf die 8000er klettere, dann habe ich nicht das Recht, öffentliche Gelder in Anspruch zu nehmen, sondern dann muss ich, wie jeder seinen Urlaub finanziert, auch meine Reise finanzieren. Und unter dem größten Druck stehe jetzt ich. Deswegen grinse ich schon seit einer Minute, weil ich habe meine Wette gewonnen, als wir uns hinter der Bühne trafen. Da habe ich gesagt, 45 Minuten, das ist aber lange. Ich habe gesagt, ich wette mit dir, wenn ich frage, was glaubst, wie viel ist jetzt rum? Was schätzt du? 20 Minuten? 20, 30 Minuten. Ja, wir sind fertig. Und da wir eine Live-Sendung haben, muss ich aufhören. Wann beginnt die nächste Expedition? Am 31. des Monats. Am 31. Oktober. Wir alle wünschen, dass Reinhold Messner gesund, wie so oft, und auch in Zukunft immer wieder zurückkommt. Herzlichen Dank. Thank you.